Johannes Gutenberg aus Mainz hat sich Gedanken gemacht, wie man Texte flexibler gestalten könnte. Und so ist er dazu gekommen, bewegliche Lettern zu erfinden. Das heißt, einzelne Buchstaben wurden in Blei gegossen und konnten letztendlich Buchstabe für Buchstabe in einem Satz aneinandergereiht werden. Und diese Sätze konnten als Seite eingerichtet werden und dann gedruckt werden. Neben den beweglichen Lettern experimentiert Gutenberg mit einer neuen ölhaltigen Farbe. Für den Druck auf Vorder- und Rückseite eines Bogens muss sie zähflüssig sein und schnell trocknen. In jahrelanger Arbeit schafft er es, alle Komponenten zu einem effizienten Druckprozess zusammenzuführen. Dazu konstruiert er auch eine eigene Presse. 1455 ist es endlich soweit. Gutenberg druckt in seiner Mainzer Werkstatt Europas erstes Buch, eine Bibel. Eine bahnbrechende Erfindung. Jetzt kann schneller, billiger und in größeren Mengen gedruckt werden als je zuvor.